Leute, herzlich willkommen zu Honey Pop, glaube ich. Oder wie ist das Spiel? Ja, Honey Pop hieß das. Honey Pop. Und ja, heute unterhalten wir uns mal ein bisschen mehr mit der Tiffany. Ja. Ich sehe immer noch nichts, ich rate einfach nur, was passiert. Aber so meine Gedanken. Immerhin hast du dir den Namen gemerkt, muss man mal den Rest nehmen. Obwohl du mir niemals gesagt hast, sondern immer nur gesagt hast, ja, ich nehme das jetzt auf und ich mir es trotzdem gemerkt habe. Ich bin einfach. Ja, bist einfach froh. Ja, wir unterhalten uns jetzt mehr mit der Tiffany. So, jetzt können wir hier eine Frage stellen. Wie alt ist sie? Was für eine Jahreszeit mag sie? Oder was für eine Brustgröße sie hat? Die mag ja kein Erotik, was auch immer, meinte die ja. Also würde ich erstmal fragen, wie alt sie ist. Sie müsste 20 sein. I'm 20 years old. Mhm. Nenn mich Gott! Wie alt sind wir eigentlich? Wir? Das kriegt man nie erfahren, wie alt wir sind. Ich meine, guck mal. Wir haben Sex mit einer 365-Jährigen, das ist bei der Betty Liebesfee, und wir haben Sex mit einer 10.000-jährigen alten Frau. Sagen wir es einfach so. Wir sind einfach 11 Jahre alt und notgeil, haben Fantasien und das träumen wir alles nur. Wie wär's damit? Ja. Ich glaube, das wäre legitim. What are your thoughts on school? I mean, going to college. I know. Hey, question. Have you ever done any drugs? Oh. Oh, wow. Was ist? Okay. Ich hab grad ein bisschen verkackt. Wir gehen mal zu der nächsten, okay? Weil mit. Hast du dich jetzt verkackt? Nee. Das passiert nichts, wenn man eine Frage falsch beantwortet. Man kriegt bis ein. Etwas bekommt man halt nur nicht. Okay, wir gehen mal zu der nächsten Person. Das ist Aiko. Ich kenn sogar den Namen auswendig. Das ist by the way die Lehrerin der Schule. Das mag ich. Die müsste 26 gewesen sein. Good morning, Aiko. Spoiler nicht alles, ist sonst langweilig. Hey, tu wenigstens so, dass du das nicht kennst. Seems like something's bothering you. Yeah. Versuch es doch. Wenigstens. Verzeihung. How are classes going? I don't want to talk about that. Well, I think I have just the thing. I'm headed to the beach to work on a few poses. You should abonniert Fluffpups. Nothing like a little exercise to melt that stress away. Not today. I'm just not feeling it. Will I at least be seeing you this weekend at the studio? I'll be there. I don't think I have anything else going on for once. Great, can't wait. See you there. Okay, now we're Dude, bro, Asian chicks, don't even get me started. I have like the worst case of yellow fever ever. Ever. Like a yellow plague. This is a tough approach. She's kind of in a shitty mood, so say something stupid. Habe ich schon erwähnt, dass die Lehrerin Asiatin ist? Nein, dann habt ihr es jetzt gerade gehört. Habe ich schon erwähnt, dass mich das jetzt richtig abgeturnt hat? Nein, glaubt mir, wir finden hier noch Leute, die sehr, sehr, sehr strange sind. Also, es gibt nicht nur die neuen Voraussichtlichen. Es gibt noch zwei spezielle. Ja? Hier oben in der Infocard seht ihr jetzt Life is Strange von Logo. Oh. Wenn du das hinzufügst. Das mache ich, keine Sorge. Okay. Den ersten oder den zweiten Part? Beides. Beide? Wo? Nein, man findet das, die ganze. Ich mache da eine Playlist sogar. Oh. Wir haben schon eine Life is Strange Playlist. Dann. Es wird langsam immer schwieriger. Ja, verdammt. Es läuft gerade nicht so, wie ich es geplant habe. Dann riskieren wir es? Nee. Will ich nicht. Verdammt. Ich habe noch 4 Züge und brauche noch ein paar 40 Punkte. Okay. Es lief besser als gedacht. Wir haben es doch noch geschafft. Okay. Ich brauche noch 2 Punkte. Erreicht. Gut, okay, dann haben wir damit das zweite Date und beziehungsweise das erste Date mit Aiko geschafft. Hurra. Also Logo, wie willst du es jetzt eigentlich zensieren? Hey, that was actually really nice. Bis jetzt brauchst du nicht zensieren. Ich meine generell, wie du es dann zensieren willst. Ja, ich werde ein paar Bilder drüber klatschen. Also ich habe eine lustige Methode. Die wäre. Du machst einfach so das Gesicht von dieser Person einfach darüber, über diese Stellen, weißt du? Nein. Ja, das ist in so vielen Animes so, dass ich mag das voll so. In so wie zum Beispiel bei Mao no Testament. Give me your honest answer. Da ist es halt auch so, das ist halt so zensiert.
Einfach mit dem Gesicht von dieser Person darüber, weißt du? Wie definierst du Fröhlichkeit oder Glücklichkeit? Und da steht als Antwortmöglichkeit 4 Ritual 6 mit Anime Girls. Ja. Ich glaube, hier gibt es eine Entwicklung. Yeah. Das war schon mal falsch, okay. Let me ask you, what's your ideal perfect vacation like? Ich mag diese Fragen einfach nicht. No. I've been wondering something. Ja. What was your first time like? With a girl, of course. Wollen wir hier noch eine Folge aufnehmen, oder? Ja, natürlich. Wir können dann noch eine dritte aufnehmen. Ich bin sowieso nur dabei. Und ja. Denn wir gehen nämlich jetzt zu unserer dritten Person. Machen wir uns jetzt das dritte Chick klar. Are you serious? Oh, come on. Just try it on. It's going to look so cute. Try what on? Wie gesagt, Logo, du bist irrelevant. Psst, I saw it and I immediately thought of you. You're going to love it. I promise. Oh my. All right. Just make sure nobody else is around. Yeah, sure. The coast is clear. You're good. Jess, I can't wear this. What are you talking about? You look cute. Cute? Oh, stop. There's nothing wrong with a little skin. You can't keep all that boob to yourself, hun. It's not fair to the rest of the world. The world will be just fine without my boobs. Yeah, but I won't. Besides, it wasn't cheap. So, you're stuck with it. So come on, let's go. I am not going anywhere in this. I'm changing back. Ugh, you are impossible. Enjoying the view? Quick, now's your chance. Before she goes to change, just say something, anything. Okay. Huh? Oh, jeez. Hi, sorry. I'm so embarrassed right now. My friend made me put this stupid thing on. Sorry. One second. Let me go change. Ja. Willst mich ficken? Nein. Somehow. Oh, du bist irrelevant. Das kann man am Hand der Klickzahlen beweisen. Er ist keine Mutti, jedoch jeder sagt einfach nur, er findet die Scheiße. Okay. War jetzt nicht so krass, wie es mein Gedanken war, aber... War schon ein Anfang. Dieser Moment, wenn der Gedanke doch besser war, als das, was dann rauskam. Ja, das passiert mir einige Male in meinem Leben. The person inside of the bikini you're talking to, her name is Belly. Und wir haben hier Belly. Sie hat, ich glaube, als einziges Person violetten Augen. Und das ist sehr strange, aber okay. Wir gehen auf ein Date mit Belly. Und soweit ich weiß, steht hier auf Romanze. Was ich jetzt total hassen werde. Warum? Weil Romanze gibt es auf diesem Scheißfeld immer so seltener. Und es ist leicht im Inneren. Okay. Ja. Die Kraft aus dem Inneren. Die Kraft aus dem Inneren. Das war der schlechteste Reim, den du wahrscheinlich jetzt gerade gegeben hast. Nein. Das war aus SpongeBob imitiert. Sonst sagst du, und das ist eine Inneren. Die Kraft aus dem Inneren. Really? Ja, easy. Wirklich Fluff. Tut mir leid, tut mir leid. Ich glaube, ich nehme nächstes Mal wieder mit Jonas auf, der ist besser. Okay, ich darf den Kanal. Er hat, Jungs, aber... Unten in der Videobeschreibung ist mein neuer Kanal verlinkt. Da werden ab jetzt täglich Let's Plays kommen. Der wird natürlich rausgelöscht. Und das Passwort wird geändert. Sie wollen, kein Problem, wie gesagt. Sie wollen jetzt den Kanal wirklich quitten, ne?
Denkst du, ich meine das ernst? Das ist falsch bei dir, Junge. Das war eine Sicherheitsfrage. Sie bist müssen du die. Auf Drugs, Alter. Bist du bekifft? Das ist diese normale. Guck mal, das ist wie hast diese. Du was geraucht? Das ist wie diese eine Frage, die immer gestellt wird. Sind Sie ein Roboter? Ich bin kein Roboter. Ja, genau. Sind Sie sicher, dass Sie das tun wollen? Wollen Sie das Leben aufgeben? Nein, ich drücke ja nur auf diesen Knopf, dass ich es tun will. Warum sollte ich es nicht tun wollen? Hm? Bin mir sicher, Jungs. Oh, diese Fragen sind manchmal so doof einfach. Wow, danke Betty, wow. So, wir haben es auch schon geschafft, wir brauchen jetzt 185 Punkte, Leute. Und nebenbei habe ich hier schon die ganze Zeit das mal ausgefüllt, dieses Formular hier, mehr oder weniger Formular. Hier, das Level haben wir fast schon beendet wieder. Wir sind gut, ein bisschen zu gut vielleicht. Ja, den Fünfer. Eine Kette, Fünfer, Kette, wohl bemerkt. Nicht das, was jetzt jemand anderes gedacht hätte. So. Und das Talent pokern und wir haben es geschafft. Okay, haben das erste Date mit Belly geschafft. Hurra. Wow. I'm so pleased. I hope we can go out like this again. Okay, das erste Date ist ja immer das einfachste, habe ich so gehört zumindest. Guck mal, du musst bedenken, Smile und ich haben schon hier Tipps für ein Vorstellungsgespräch gegeben. Und jetzt ja, wir beide geben Flirt-Tipps. Sind wir nicht geil? Fluff? Ja doch, Logo. Man hat mich nicht gehört, und okay. If you could change one thing about me, what would it be? Ich hab gedacht, doch, das sind wir. Oh mein Gott. Was ist? Die hat mich gerade so gefragt. If you could change one thing about me, what would it be? Also wenn du die eine Chance hättest, etwas für mich zu ändern, was wäre es? Die erste Antwortmöglichkeit. Ich würde deine Brustgröße nehmen. Man kann nie genug Brüste haben. Eine gute Antwort. Nein, ist es nicht. Komm, was noch? Was noch für Antwortmöglichkeiten? Hab schon verkackt, ich hab schon beantwortet. Okay, wir können eine Frage stellen. Weißt du, Sogo, ich muss dir was sagen. Ja. Du bist diese Art von Mensch. Was soll ich nehmen? Ich lese die erste Frage vor. Hm, die nehme ich. Nein, es war nur. Nee, ich habe ja nicht gefragt, was soll ich nehmen soll. Hä, was hat denn das? Lass bitte stehen. Warte auf MC-IP. Hä? Ich hab dir doch schon geschrieben, ist die dumm. Scheinbar. Okay. Okay, jetzt frage ich dich, was soll ich nehmen? Drei Fragen gibt's wieder. Ich darf hier eine Frage stellen. Was ist dein Lieblingsplatz zum Abhängen? Was ist deine Lieblingsfarbe? Und was ist deine Brustgröße? Was ist dein Lieblingsplatz zum Abhängen? You know, I really enjoy spending time at the park, I notice. Ah, sie mag den Park. I'm interested in knowing what you think about this. Do you believe there's some form of life after death? Okay. Und füttert die da immer die toten Raben? Man weiß nie. Sure. Okay. Vielleicht lass dich dann mal wieder allein in der Doku. Na. No. Können wir dann nochmal irgendwas zu essen und sowas. Also ich hab Hunger. Also gehst bis AFK? Ja. Ach so, okay. Da gehen wir derweil zur nächsten Person, zu einem Fluff AFK geht und schnappen uns das vierte Göre. Und dann machen wir erstmal eine Pause und beschäftigen uns erstmal um diese vier, bevor es dann weitergeht. Hey Lola. Oh, you bitch. You didn't tell me you were back in town. Hey lover. Just got in a couple days ago. Missed you. Excuses. You know you're supposed to check in with me as soon as you hit the ground. Of course. What was I thinking? I'm sorry, honey. Won't happen again. That's more like it. How have you been, my darling? Staying out of trouble? Well, I try, but trouble has a hard time staying out of me. So I take it work is good? Ja, ich erwartet, never ich better, auch Essen. But enough about me. What's going on, girl? Logo? Any new mischief? Es ist gerade eine Katze. Where do I start? Hold that thought. Have a seat. I'm gonna go grab you a drink. I want to hear all about it. I'd love to. But... Yeah,
I've got an early day tomorrow. I just stopped in for a second. Ugh, come on. You're not going to make me sit here and drink all by myself, are you? Rain check. I'll call you later this week. Girls' night out, all the way. Yeah, yeah, yeah. Get out of here already. Love you, baby. Mwah. Ooh, MILF alert. Looks like a total cougar, too. I don't think you realize the gravity of the situation here. This is what separates the men from the boys. You've got to be aggressive. That nice guy shit isn't gonna cut it. Okay, wir haben hier eine sogenannte, wie sie schon gesagt hat, MILF. Ja. Das ist von den standardtypischen 9, kann man sagen. Beziehungsweise 10. Die wohl älteste von den normalen her. Logo, weißt du überhaupt, was der MILF ist? Ja, natürlich. Und die Folge ist zu Ende. Aber wir klären sie jetzt noch und dann hören wir erstmal auf und dann sehen wir uns im nächsten Part. Okay. Da fällt schon wieder so der richtig schlechte Reim ein. Okay, hau raus. Bei Gio zählt schon eine Minderjährige mit kleiner Schwester beinahe als eine MILF. I don't believe wow. I've had the pleasure of meeting you. The cute ones are always hiding. Hun, do me a favor and help me out with my empty glass. Pretty please. Oh, I can make it worth your while, sweetie. Trust me. Hallo, Flugzeug. Only one way to find out, huh? You haven't even asked my name yet. I'm more than just a pretty face. Mal hallo sagen. Okay. Most gentlemen your age know me as Misty. But you can call me Jessie. Okay. Damit haben wir Jessie. I only share that secret with people I like. Okay, gut. Leute. Wir haben jetzt Jessie kennengelernt und wir werden uns dann um Jessie heute noch kümmern. Yay. Okay, ich würde sagen, das war's erstmal mit dem zweiten Part von Honey Pop. Wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Und ich verabschiede mich erstmal. Tschüss. Rip Fluffpups. Tschüss. Sagst tschüss. Rip. Okay, Rip Fluffpups. Auf Wiedersehen.